Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von WWE 2K19, der Showcase-Modus mit und um Daniel Bryan. Falls ihr euch wundert, dass beim nächsten Kampf schon abgeschlossen steht, durch den Beschleuniger der Wii Edition konnte man bereits alles freischalten und deshalb steht dort daneben abgeschlossen, zumindest auf die Inhalte, die man durch diesen Kampf erwerben kann. Trotz alledem machen wir die Kämpfe. Schon wegen der Trophäen. After I defeated The Miz, my WWE career really started to take off. I won the Money in the Bank briefcase and then cashed it in to beat The Big Show for my first World Heavyweight Championship. Can you believe it? Daniel Bryan is the new World Heavyweight Champion! But for every step forward, it seemed like I took two steps back. One was pretty big. When at WrestleMania in 2012, I lost the world title in just 18 seconds. Oh man! A throat kick by Sheamus! Oh my god! Sheamus is the world champion! That may be one of the fastest title changes in the history of WrestleMania! After that, I was angry and wanted to blame a lot of people for my failure. But it actually led to one of the most enjoyable times of my career. Daniel Bryan's forced to go to anger management with that man. No! I formed an unlikely partnership with Kane. Shut your mouth right now! The devil's favorite demon is nothing without the world's toughest vegan! No! Kane is one of my favorite people. We almost have the same sense of humor. Daniel Bryan and Kane hugging out tonight. This is the most awkward and weird thing I've ever seen. There we go. Yes, they hugged it out. Anger management, I believe, has been a success. We just had a lot of fun. We watch each other's back. Team Hell No style. We had our first shot at the Tag Team Championships when we faced Kofi Kingston and R-Truth at Night of Champions in 2012. Na, da wollen wir mal, Leute, ne? Team Hell No hab ich und feier ich, kann man ja ruhig so sagen, mega ab. He's trying to mangle his face here. We're in Boston in a building where many great champions are crowned and right now the tag team titles are on the line. Vor allem schön, dass wir auch mal Kane spielen können. Truth against the unlikely team of Daniel Bryan and Kane. Das war irgendwie klar gewesen. Michael, with everything we've seen from Bryan and Kane in the past few weeks, I gotta wonder if Dr. Shelby's anger management therapy can turn these two into a cohesive unit. What do you know about therapist Saxton? They've been thrust into this. So jetzt mal einen starken Schlag vorne gehen. Teamwork for the past 5 months. Kane and Bryan only have anger management in common. Call that a building block towards tag team titles. Vorne gegen Artus. Da müssen die ja wechseln. Das ist ja natürlich blöd. Also müssen wir Kofi schön Schaden machen, damit er halt wechselt. Kane and Daniel Bryan are seeming to get along thus far, Corey. Yeah, they're getting along for one reason. Das kriegen wir doch hin. To get rid of that quack, Dr. Lass mal hier Kofi mal ein bisschen frisch machen. Not listening to Dr. Shelby. Oh, what a backbreaker. Willst du nicht mal langsam wechseln, Kofi? Willst du nicht mal wechseln? All the questions of will Kane and Daniel Bryan be able to coexist? Looking like a moot point right now. You've been seeing Daniel and Daniel for weeks now. It's not anger management that he's doing. What they need is respect from the WWE universe. These Yes Chance fans do are an absolute mockery to Daniel Bryan. I don't blame him one bit for being angry. That's a great example of a highly efficient and highly effective strike. What placement! Ja, dann werden wir mal einen Wechsel machen. Ich werde mal mit Absicht kein Manöver machen draus, sondern einfach mal nur so den Tag. So these Yes Chants are becoming bilingual. Oh, very cute, Cole. Daniel Bryan just a few feet away and you're doing that. You should see if your friend Dr. Shelby does sensitivity training as well, because you need it. Mach mal das mal hier. Springboard Sunset Flip.
guys, when the WWE Universe has the power on Monday Night Raw, they can be really nutty. Ach, der Showcase-Modus ist schon geil. Nur weil ich jetzt alles freigeschaltet habe, hat das hier überhaupt keinen Abbruch daran getan, dass ich da einfach übelst Bock auf diesen Modus habe. Du weißt, Kane einen Laufangriff gegen einen stehenden Artus aus. Okay. Kane und Daniel appeared to be two people that have never given a hug in their whole life. An awkward moment that showed they both still had a ways to go in their anger management. Clearly on a mission here. Bleibst du hier? Schaden zufügen als Kane. Na, dann machen wir das doch. Wir haben übrigens bald unseren Signature. Wo ich mal stark davon ausgehe, dass das der Chokeslam, oder das könnte eher der Finisher, ich weiß es jetzt gerade nicht, wie es jetzt hier ist. Okay, ist der Chokeslam. Nein! Oh, der darf nicht wechseln. Oh, leck mich fett, ey. Eigentlich habe ich gedrückt. I think I hear R-Truth calling out for help from Little Jimmy. Maybe Truth should ask Kofi first. Tombstone pile driver. Nailed it. Nice. Shut it down. In comparing Daniel Bryan and Kane's progress in therapy, I think there are two different cases. Bryan had an emotional breakdown brought on by the WWE Universe, whereas Kane is sick and demented since birth. Well, one of those things for sure. They're both off the rocker in my estimation. Nein, jetzt nicht wechseln, nicht wechseln. Oh, what impact! Oh, that's gonna hurt. As I expected, a team working together came. Komm mal her hier, komm mal her hier, komm mal her hier. Ever since Kofi and R-Truth became allies, falsche Ecke. WWE. They know how to work together as a tag team. Then okay, dann machen wir erstmal so. Judging from the last few weeks, Kane and Daniel Bryan. Für ein Double Team wird bringen nach vorne blicken und R-Truth in der Ecke aus. Ich hoffe, das funktioniert. Jawohl. Cover Daniel, Bryan, Artus. Der hat jetzt nicht gewechselt, oder? Jetzt müssen wir hier das hinkriegen, dass Kofi wechselt. Cover als Daniel Bryan Artus für den Pin. Tja. Also, hier erstmal schön. Kofi. Schön schwächen. Wir machen es ihm mal einfach. Vielleicht macht Artus selber den Tag. Sehr gut, sehr gut. We touched on how much is going through Daniel Bryan's head right now. Again, this all started when Daniel Bryan thought the fans were embracing. Ich denke mal, das wird ja dann eh noch weitergehen hier. He's going for the pin. Oh my, how in the world did he kick out? Füge als Kane einen Haltegriff gegen Artus aus. Okay. Kane, wollen wir uns mal drauf einigen? No, there's the reversal. Okay, machen wir mal einen Tag. Führe als Kane einen Haltegriff gegen den Kopf. Daniel Bryan won the United States Championship at the same pay-per-view 2 years ago against The Miz. He also went on to win a Money in the Bank and become a World Haltegriff gegen den Kopf. Daniel Bryan's time as World Heavyweight Haltegriff gegen den Kopf. He did lose that title in only 18 seconds to Sheamus. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist damit gemeint? You know Daniel's in a fragile state right now, and you bring up a moment where he's caught off guard, hit by, and now outlawed, pro kick. Okay, das ist nicht gemeint. Tja, was ist ein Haltegriff? And our troops evades that one. I need to say, guys, if Daniel Bryan and Kane can work together and win here tonight. Scheiße, wieso kann Kane das nicht?
to burst your bubble, Cole, but I have it on good authority that Dr. Shelby isn't even a certified therapist. My sources on the health board say he dropped out of medical school to visit Tibet on some kind of Haltegriff gegen den Kopf von Artus. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. Also das am Boden hat nicht funktioniert. Will er jetzt hier wechseln? You have to possess a different type of focus to punish an opponent like this. So macht er sein Comeback nicht. When this guy's on, look out. And Kane manages to reverse out of that one. What a sidewalk slam. He is finished. Haltegriff, ein Submission-Griff vielleicht, den er jetzt abgewehrt hat. Ich versuche mal so einen Submission-Griff gegen den Kopf, ob das damit gemeint ist. Hotter als Hottag, Daniel Bryan in den Ring. Okay, da braucht man ein Signature. Ich meine, ein Finisher. Und wir müssen... Wir brauchen einen Finisher. Dafür braucht man einen Finisher. Artus hat seinen übrigens auch. Okay, Kane, hast du ein bisschen... Wie, es verkackt hat? See the big red monster in a position like this. Kane might actually want to consider trusting Daniel Bryan. Leute, jetzt haben wir ein Problem. He's inflicting some serious pain here. Jeez. Ich habe eigentlich gedrückt. Ach, er hat's nicht getan. It's devastating. Oh Gott, Leute, wir haben hier echt ein Problem. Kane macht nicht mehr. Oh, wie ich eigentlich abgewehrt habe, ne? Daniel, kommst du bitte mal rein jetzt? Dankeschön. Gott, das ist meine Chance jetzt, wenn... Jetzt will er das nochmal machen. Zu spät gedrückt, ey. Der Trouble in Paradise, der geht halt, ist halt so spät einfach. Ich glaube, das war's jetzt aber. Oh, danke, Daniel. Scheiße, Kofi hat sein Comeback. Scheiße, da wird Daniel doch gleich eine Pause draußen machen. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir echt ein Problem. Ey, bei Kofi ist alles immer so spät. Und das Problem ist, hat der schon wieder seinen Finisher? Das war's, Leute. Das war's, Leute. Aber Daniel ist da. Vor allem, wieso sich mein beschissener Signature noch nicht in ihn... Gott, Daniel. Ah, der will halt kein Hot Take machen. Ich könnte natürlich eh es versuchen. Und wieso Kane kein Finisher hat, das verstehe ich jetzt nicht. Wenn ich jetzt daneben springe, dann könnte ich einen Hot Take draus machen. Hole als Kane per Hot Tag Daniel Bryan in den Ring. Ja, als Hot Tag.
als Hot Tag. Ich muss mal an Boden, ja. Ich hab 3 gedrückt, es stand da, es stand da, es hat nicht geklappt. Oh, ich breche jetzt Essen. Scheiße. He's bringing it back inside the ring now. Aber ein Hot Take zählt ja nicht, ne? Another great tag team match here tonight. I don't think the tag team scene has ever been hotter here. Hot Take, Hot Take, Hot Take. And he's heading back in. Kofi, greif mich mal an. Danke. Oh, nicht so. Greif mich an, Kofi, greif mich an. Hot Take macht er nicht. Kane showing some expert prowess here. Hier, greif ihn mal an. Aber der hat es jetzt nicht so, dass er einen Finisher hat, oder? Greif mich an, dass ich am Boden liege. Nicht in die Ecke, bitte. Oh boy, he is rolling. What grace float over. Das könnte jetzt was werden. Hot Take! Dreieck! Dreieck macht er nicht! Oh, ich breche jetzt Essen, Leute. Es geht mir echt so auf den Sack hier gerade. Kane with a vice-like grip on his opponent's skull. Ja, ich... Crushing blow by Kane. That could procure the win for Kane. And down goes the leg. Wir brauchen einen Angriff, dass wir am Boden liegen und dann halt einen Hot Take machen können. So much of that. Kane making a statement as we speak. Wehr doch bitte mal was ab. Leg drop. Oh, there's the kick by Kane. This is what makes him one of the best in the business. Los, los, los. Ja, da ist es! That was a game changer right there, Michael. Oh boy, he is rolling. Ooh, no luck against Kingston there. Kofi just too fast. Kingston in position. Wieso konnte ich denn jetzt eigentlich nicht auf Abwehren drücken? Kofi once again looking to end it here. This could be it. Gets the shoulder up. That's all right, Cole. Er hat schon wieder seinen Finisher. There was a little something extra behind that. There comes Daniel Bryan sending Kingston across the ring. And Daniel Bryan looking to put Kofi Kingston away for the tag team titles. Ooh. Kick. Kingston's in trouble. Kane are in peril. Oh, the big red machine making the long climb to the top rope. I don't think Bryan wanted Kane to make the tag. Oh. Now Kane is heading up top. It's just a matter of time until this team implodes. We know they can't stand each other. Kingston. Look at Bryan. Bryan is hanging on to the ankle of Kane. Kingston. Crash and burn. And now Daniel Bryan. Shoved away by Kane. Anger management. Sehr geil. Ey, zum Glück habt ihr das noch geschafft, ne? Ach, oh, mein Gott. Sehr geil. Sehr geil, echt. Showcase-Modus war ich immer ein Fan davon. Aber das mit dem Hot Take, das war nervig, aber wir haben es ja dann zum Glück noch geschafft gehabt. Schön. Er will nicht Yes machen? Will er nicht. Champions! Oh,
Dass Kenny Ola ja Herr ist. Big Red Machine certainly not pleased with the situation, but he can't call himself one half of the Ach so geil, das ist das geilste Tag Team irgendwie, was es gab. Ja, ohne Scheiß, dadurch, dass ich hier die Woo Edition habe und alle ja, freischaltbaren Sachen mir dadurch holen konnte, tut das keinen Abbruch. Ich habe Bock auf diesen Showcase-Modus, will den definitiv eh mal durchspielen und das natürlich mit euch. Deshalb, Leute, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ich würde einfach mal sagen, keep on wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut, Leute. Ciao.